Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht schon, wir haben eine neue Rakete hier auf dem Startfeld stehen, die darauf nur wartet, ich muss mal kontrollieren, ob alles passt, zu starten. Das ist meine neue BN4. Eine der stärksten, oder na, stärksten Raketen würde ich nicht behaupten, aber eigentlich 100% wiederverwertbar. Die untere Stage landet. Wir werden heute nur einen Test Brennstopp im Wasser machen. Die Upper Stage lässt sich per Fallschirm zurückholen und oben ist ein Lander drin, der gedacht ist für den Flug zu unserem Alpha Centauri V2. Und ich würde sagen, ohne großen Zwischenfälle, wir starten den Countdown, weil es mal wieder was Besonderes ist. Also, Launch! Step 122, RCO, verify the range is green, switch to range source. This is RCO, the range is green. 20 seconds. Second stage tank is pressing. First stage tank pressure nominal. Second 50. Stage tank pressure nominal. Ten, nine, eight, seven, six, five, first stage four, engine sequence initiated. Three, two, one. We have liftoff. Falcon has cleared the tower. Und somit sind wir in der Luft. BN4 schwebt. Ja, genau. Unser schöner neuer Booster schwebt. Er hat unendlich viele Antriebe da unten drin. Das hier ist eine Fairing. Innen drin ist Liquid Methane verbaut. Mit dem das ganze Teil hier fliegt. Die obere Stage ist auch Liquid Methane. Und es fliegt wunderbar, sage ich euch. Es fliegt echt wunderbar. Es ist noch nicht ausgereift, also ich glaube BN4 wird bald zu BN5. Ihr seht schon, wir haben relativ kleine Dinger hier oben. Es läuft dann mit SAS, mit RCS und allem und versucht wieder zurückzukommen. Das hat sich jetzt auch selber lustigerweise in die Richtung bewegt. Und hier oben befindet sich einer unserer alten Freunde. Einer unserer alten Länder, die wir damals gebaut haben, die ein bisschen ausschaut wie von der Apollo 11 Mission. Die sind da oben drin verbaut und sind ready für einen Flug nach Duna, wo die dann eigentlich gedacht sind, dafür, dass sie auf eine Transfer Stage kommen. Die wird auch noch zu nach hoch geschickt, Ding. Es sind eigentlich nur so Weltraumbooster im Grunde, die auf normalen Antrieb in Zukunft laufen sollen. Die sollen sich dort ankuppeln und sozusagen von A nach B manövrieren und diese Länder halt zu der Landeposition jeweils bringen. Und dann auch wieder zurück zur Station. So wäre der Plan. Wie das natürlich alles in echt dann ausschaut, ist natürlich immer wieder die Frage. Bin gespannt, wie gut heute die Mission läuft. Landen kann der Booster, er hat die Möglichkeit dazu. Und hat auch genug Kraft unter der Haube. Wir werden heute FMRS verwenden. Die Folge könnte also daher auch ein bisschen länger werden. Aber wenn das alles so funktioniert, wie wir es wollen, wäre das natürlich wunderbar. Plan ist, wir bringen das Ding in den Orbit, fliegen BN4 safe zurück zum Boden, während die Upper Stage sich in den Weltraum begibt und das Ding in einen stabilen Low-Earth-Orbit bringt und dann abkoppelt. Danach soll die Upper Stage selbstständig zu der Station fliegen und sich dann dort verbinden bzw. ein Docking-Manöver ausführen. Sobald die letzten paar Docking-Manöver für alle Space Dragon Lander, wie ich sie genannt habe, durchgeführt worden sind, nicht um zwei, dann sollen noch zwei Transfer Stages nach oben kommen. Weil abgeschlossen ist, wird die Crew nach oben geschickt und diese wird dann den Transfer zur Duna durchnehmen, wo wir hoffentlich landen können. Die Dinger sind relativ simpel ausgestattet. Sie sind eigentlich deswegen auch nicht für Duna geeignet. Dafür wird eine spezielle Stage noch ausgeführt. Aber Problem ist natürlich, dann haben wir die Kerbals auf der Oberfläche von Duna
Bedeutet, rein theoretisch müssen wir noch eine Rakete hinterher schicken, die nur eine Rakete zum Start wieder in den Orbit mitbringt. Aber dafür müssen noch Tests durchgeführt werden. Das könnte noch ein bisschen dauern. Ich hoffe zwar nicht, was fliegt denn jetzt? Fliegt denn eine blöde Bremse? Jetzt fliegen hier so blöde Viecher rum. Geht mir schon wieder auf den Geist. Wir schauen circa, dass wir die Stage bis zu ein bisschen unter 1000 ms depleten. Dann sollte es ausreichen. Zum Landing Burn braucht er ca. 300 ms. Dort werden dann 700 ms circa übrig, um einen Return Flight auszuführen. Wir schauen mal, wie gut das Ganze klappt. Plan ist auch, dass die Lower Stage dafür zuständig ist, dass es in den Orbit schafft, beziehungsweise eher hochfliegt, und danach die Upper Stage dafür geeignet ist, im Weltraum selber den Orbit Burn durchzuführen. Schauen wir mal, wie gut das schafft, weil ich glaube, wir werden es diesmal nicht schaffen, dass wir mit 1000 ms hier auskommen oder dass wir mehr brauchen, bedeutet, der Booster unten muss verstärkt werden. Aber wie gesagt, dafür sind ja diese Übungsflüge jetzt da. Sie sollen die Mission erfolgreich ausführen, aber gleichzeitig auch Tests zum Suicide Burn und alles durchführen. So, gut wäre, wenn wir so auf die circa 50 Kilometer kommen, dann wäre ein Decoupling möglich. Schon ein bisschen höher noch. Decoupling und Gas. Jetzt hängt er wieder. Direkt adieu, somit sollten wir auch weiter in der Stage steigen können. Wir müssen jetzt schauen, dass die Stage jetzt sozusagen weiter schafft in den Orbit. Danach können wir den BN4 Booster fliegen. 1700 ms haben wir aktuell noch, das sollte hoffentlich reichen. Wie gesagt, der Booster ist relativ praktisch erst eigentlich für höhere Missionen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir halt den praktisch einsetzen können. Das passiert halt erst ab so 70 Kilometern wirklich. Ne? Und ihr seht schon, hier ist die Technik, wie es ist. Er hat vorne hier drunter ein Heat Shield verbaut, soll dann mit der Front durch die Atmosphäre durch und soll dann danach die Parachutes hier öffnen und dadurch sollte hoffentlich das Ganze auch einwandfrei funktionieren. Dann schauen wir mal, wie gut das jetzt klappt. Ist auch der erste Flug, der die BN4 durchführt mit oben einer schweren, sagen wir mal, Ladung. Immerhin ist es ein Länder, der sich da oben drin befindet. Das ist nicht unbedingt eine leichte Ladung. Wir schauen, dass wir jetzt den Orbit auf 80.000 kriegen. Und dann führen wir den Landing Burn durch. Wir schauen, was wir alles durchführen können. Ob wir es schaffen könnten, rein theoretisch sogar die Rakete umzudrehen. Und danach führen wir den Flug hier weiter durch. Es ist mal wieder was. Also ich bin echt. Es ist echt wie mal was anderes. Einfach mal wirklich zu sagen, wir haben ein Ziel, das wir umsetzen wollen. So, wir gehen zum Stage 3. Wir haben hier ein Ziel, was wir umsetzen wollen. In diesem Fall. Wollte gerade sagen, es ist jetzt Jump Back to Mission Perfect. Jetzt geht zurück. Jetzt können wir auch wirklich FMRS mal wirklich zeigen. In all seiner Glory. Hier wird unten natürlich angezeigt, wann haben wir uns getrennt von der Mission und hin und her. Das ist natürlich perfekt. Hier sagt der Delta V, was wir noch alles haben. So brauchen wir das. Wie gesagt, wir müssen so oder so danach nochmal einen Tank hochschicken. Die Frage ist, was für Tanks brauchen wir am Ende, um da hochzufliegen. So, okay. Wir führen jetzt hier gerade das Ritual durch. Hä? What? Hä? Was ist hier passiert? Hey, das war uncool. Hm.
Warum passiert es, sobald du dich in der Stage befindest, aber danach nicht? Der hat einfach mal den Monopropellant, die Elektrizität in die Luft gejagt. What? Es wäre ja quasi so, als ob ich gerade... Oh Gott. Und jetzt fliegt die denn... Oh, okay. Wir wissen für die Zukunft, wir dürfen das nicht nochmal machen. Wir haben gerade den Booster offiziell vernichtet. Ach, leck mich doch. Kann ich Jump Back to Main Mission machen? Und wenn ja, wo komme ich da raus? Eieiei. Oh Mann. Okay, wir scheinen da zu landen. Nee, okay, er lädt noch. Sowas kann auch nur mir passieren. Aber okay, wir wissen es für den nächsten Flug. Nächsten Flug werden ja dann die Transfer Stages, die wir hochschicken müssen. Die sollten hoffentlich das machen können, was wir wollen. Wie gesagt, ich muss mir dann noch überlegen, wie ich genau das in Zukunft weiter durchführe mit dem ganzen Zeug. Das wird noch alles sehr, 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 sehr interessant. Okay, wir sind jetzt wo gewesen? Okay, wir sind nicht wirklich weit daher, sonst sind wir noch hier rausgeschickt. Machen wir uns langsam flacher, wir schauen uns das an. Mann, das war jetzt so uncool. Also nächstes Mal merken, nicht so früh die nächste Stage zünden, da müssen mindestens 10 Sekunden dazwischen sein. Oder ein Hitzeschild. Wäre auch eine Option, ein eigenes Hitzeschild für das Ding oben einbauen, aber das wäre auch wieder für Riesenaufwand. So. Dann fliegen wir halt schön hoch in die Wildnis. So. Ah, die obere Stage hat 2000 MS, wie scheint. In der aktuellen haben wir 1,5 noch. Das stimmt auch so. Wir schauen halt, dass wir auf die 80 Kilometer Apoapsis kommen. Und dann halt, wenn wir oben sind, weiter den Flug durchführen, weil dann ist dieser Antrieb natürlich auch effektiver. Was vielleicht gar nicht doof wäre in dem Fall, ne? So, flieg, mein kleiner Freund. Flieg, flieg! Das sollte hoffentlich alles so schön klappen. Ich bin mal gespannt, ob ich heute wieder eine Info kriege von der Firma. Angeblich ist heute, bin heute sozusagen auf, wie soll man es nennen, Notfalldienst. Von daher kann jederzeit auch ein Anruf kommen, dann müsste ich jumpen wie ein Irrer. Ah, okay. Das ist ja ein Unterneser nicht, okay. So, wir sind auf dem Flug nach oben. Ich würde jetzt mal oben das hier entkappeln. Da sieht man schon unser kleines Teil, was wir eigentlich jetzt transportieren. Es ist gar nicht so groß. Es hat halt irgendwie ein bisschen Gewicht. Ja, da scheinen meine Vögel beschweren sich auch schon, dass ich das gemacht habe. So, okay. Wir haben nicht wirklich mehr bekommen an Dingen, aber wir starten den Triebwerk hoch. Dass das alles hoffentlich klappen sollte. Wie gesagt, wenn wir auch nur ein bisschen höher kommen, ist ja alles gut. Hauptsache, sozusagen, das Teil bringt uns weit genug. Wir können mal die Stage 3 jetzt raushauen, die ist ja wurscht. Alle sind natürlich mit den Robotern mittlerweile ausgestattet, die hier arbeiten. Und das sollte hoffentlich auch genügen. So. Wir lassen ihn jetzt hier mal durchpusten. Jetzt warten wir wieder, bis wir ein bisschen höher sind. So. Ja, schaut alles gut aus.
Ja, schaut aber gut aus, dass es hochkriegt. Wir machen aber nur so viel, wie es sein muss. Weil immerhin muss die Stage zurückkommen. Bedeutet, wir ditchen die Stage jetzt. Aktivieren die Solarmodule. Aktivieren die Monopropellentreibstoffdüsen und schicken das Teil jetzt noch ein bisschen höher. So, perfekt. Dann ist der schon mal im Flug und wir nehmen die Stage 1 in diesem Fall aus irgendeinem Grund und fliegen die zurück. Und fliegen dann zurück. Das ist prima, prima Voloria. Was? Wenn mir irgendwelche Lieder in den Kopf kommen. Sind mal Fenster zu? Ja, sind sie. Das ist schon mal vorteilhaft. Vorteil, Vorteil, vorteilhaft. So. Hoffentlich explodierten sie es nicht auf, weil ich habe da denselben... Man doch gefühlt drehen. Ich habe, warte mal, bei dem habe ich erst die Solarmodule durchgeführt, ne? Jetzt bremsen wir uns ein bisschen runter. Weil dadurch sollten wir jetzt wieder schön flach fliegen. Dann müssen wir jetzt hier noch eine Stage einfügen. Das passt zum Beispiel nicht mehr so. Passt. Was will ich denn damit? Nee, warte mal. Und damit wird das Hitzeschild uncovered. Was sich hierhin befindet. Und wir drehen uns wieder positiv. Oder auch in diesem Fall nicht, dann müssen wir uns halt andersrum drehen. So, es wird wahrscheinlich, so wie ich es jetzt kenne, auf der ja, dunklen Seite von Kerbin durchgeführt. Aber wir können uns auf jeden Fall mal anschauen, ob das so gut klappt, wie wir es uns vorstellen. Es ist dunkel, für mich auch. Das ist leider nicht so, ne? Wir spulen vor. Bin gespannt, ob es funktioniert. Wir haben 18 Minuten rum. Ah, es wird warm. Scheint warm zu werden. Ja, es wird warm. Und jetzt sollte... Ja, jetzt dreht sich die Geschwindigkeit um. Im Grunde sind wir ja ein leerer Tank, von daher. Da hinten fliegen die Reste, die anderen. Schauen wir mal. Ja, wir scheinen über Boden zu sein. Die Stage returned. So wie wir das wollten. Und sie bremst auch immer schneller runter, was natürlich noch genialer ist. Wir schießen auch ganz schnell jetzt hier durch. Ich weiß nicht, wieso er es jetzt so besser findet, aber okay. Es bremst, das ist alles, was wir brauchen. Ich warte, bis wir unter 10.000 Kilometer kommen, um die Fallschirme zu öffnen. So, und jetzt öffne ich erstmal einen. Zwei geöffnet, jetzt sollte es hoffentlich beim Drehen helfen.
sind die letzten auch noch. Lasst mich doch mich drehen, Mensch. Ich bin auch ganz brav. Ich will nur, dass die andere Seite... Yes, es wird langsam soweit. Yes. So wollen wir das. Öffnet die Fallschirme komplett. Bremst den Booster runter. Nice. 8 Meter pro Sekunde, geil. So wollen wir das. Ja, perfekt. Ah, oh, schön. Schön, 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 schön. Letzten paar Meter noch. Und wir können sie bergen. Frage ist, ob das jetzt richtig war. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. So wie ich mich kenne. Aber egal, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was für Missionen wir in Zukunft durchführen sollen. Wir versuchen uns jetzt immer zu verbessern. Der nächste Plan ist Menschen auf Körbels auf Duna. Ich hoffe, das können wir bald durchführen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.